Freunde, wie versprochen, das Thema Cheat Day. So, jetzt haben wir natürlich für einen Cheat Day haben wir einmal Verfechter, die sagen, yes, den Cheat Day brauche ich unbedingt, weil der wichtig ist für meinen Stoffwechsel. Stimmt nicht. Man braucht keinen Cheat Day für einen Stoffwechsel. Das Einzige, der Cheat Day ist dann legitim für die Birne. Weil es manche Menschen gibt, die sagen, ich halte es nicht aus, ohne mal zwischendurch eine maßlose Völlerei zu veranstalten. Für das ist es da. Das ist aber für den Kopf, nicht für den Stoffwechsel. Weil viele sagen, ja, wenn ich da eine Diät mache und reduziere, dann schläft mein Stoffwechsel ein. Das ist auch richtig. Das ist aber nur dann, wenn man keine Ahnung hat. Wenn man was macht, was keinen Sinn macht, dann ist es so, dass dieser Tag tatsächlich, würde ich dann eher als Refeed-Tag nennen. Ein gesunder Refeed-Tag, der macht das Sinn. Aber ein Cheat-Day, der ist so unsinnig zum großen Anteil, vor allem je nachdem, wie er ausgeführt wird. Also, folgendes Szenario. Wir haben einen 25-jährigen Mann, der ist 1,85 Meter groß, der hat leider, weil er den Aufbau irgendwie falsch strukturiert hat, hat er 22% Körperfett, eine ordentliche Wampe und der möchte jetzt endlich mal aussehen wie Mr. T und ein Sixpack haben, okay? Also was macht er? Er macht dann 6 Tage die Woche rigoros 1400 Kalorien. Keine Kohlenhydrate mehr, bisschen Fett und viel Protein, so wie es meistens gemacht wird. Was passiert mit dem? Yes! Samstags Nachmittag ist er kurz vom Verrecken. Der ist kurz vom Ableben. Und was macht er? Morgen gibt's Cheat Day. Morgen habe ich wieder Überlebenschancen für die nächsten 6 Tage. Ja, dann klopft er sich dann den Sonntag alles rein, was reinpasst. Und das sind dann teilweise 1 Liter Eis, Schokolade, Gummibärchen, Cola, völlig alles, was Unsinn ist, wird reingeballert. So, und dann fühlt er sich natürlich 2-3 Tage lang wieder wie King Kong. Weil sein Blutzuckerspiegel stabilisiert ist, weil seine Glykogenlage überquellen. Und dann hat er wieder 2, 3, 4 Tage genügend Zucker im Blut, in den Zellen und fühlt sich wohl. Aber was ist mit seinem Fettstoffwechsel? Ja. Sein Fettstoffwechsel ist, wenn er Sonntag macht, Sonntag tot, Montag tot, Mittwoch, Dienstag tot. Vielleicht sogar noch den Mittwoch tot. Und dann wundern sich manche, warum funktioniert es gar nicht? Was ist da los? Was ist kaputt? Mein Stoffwechsel funktioniert nicht mehr. Nein! Der Stoffwechsel funktioniert normal schon, aber du hast eigentlich einen Fehler gemacht. Cheat Day. Cheat Day, ja, in vernünftiger Form. Das heißt, wenn man die Gesamtkalorienzahl dann Sonntag zum Beispiel nicht weit über das rausschießt, was man unter der Woche im Durchschnitt hat, kann man machen. Muss man nicht machen, kann man machen. Das Problem ist aber auch daran folgendes, und zwar, ich habe es immer erlebt, die Leute, die es bei mir auch immer machen, die haben einen Freifahrtschein. Ich verbiete keinem sein Cheat Day, sagt, das ist deine Entscheidung, meine Entscheidung. Du musst wissen, was du tust. Wenn du weißt, was du tust, kannst du alles tun. Wenn du dir über die Folgen klar bist, mach das. So, und dann sagen die, Andreas, weißt du was, aber nach diesem verkackten Cheat Day habe ich keinen Bock mehr auf mein gesundes Essen. Kein Bock mehr auf mein gesundes Essen. Warum nicht mehr? Natürlich, weil natürlich der Sonntag wurden die Geschmacksnerven wieder industrialisiert. Die haben ganz viel Süß, ganz viel Chemie bekommen und sagten, hurra, das ist lecker, jetzt lebe ich wieder, ich habe wieder Lebensluxus. Überhaupt das Beste und Wichtigste, was es gibt. Ich habe gesündigt und ich fühle mich wohl, denn das ist mein einziger Lebensluxus. Wenn es den nicht mehr gibt, dann werde ich sterben wahrscheinlich. Und ja. Dann haben sie Montag, Dienstags Problem. Sie mögen keine gesunden Sachen mehr. Der Fettstoffwechsel ist auch am Arsch, am Boden, funktioniert nicht. Wenn man schlau macht und einen Nährstoffpendel eingebaut hat, das heißt, an den Krafttrainingstagen etwas mehr ist, darauf achtet, dass da Energielieferanten da sind, weil man darf auch Kohlenhydrate essen, wenn sie natürlich sind und funktionieren und kein Müll ist, kann man die essen und an den trainingsfreien Tagen isst man etwas weniger. Dann wird es zu dieser Anpassung, zu dieser negativen Anpassung des Stoffwechsels, der Stoffwechsel einschläft, dass Stoffwechsel sich eben damit arrangiert, dass es wenig gibt, das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann ganz, ganz rausgezögert, viel, viel später. Ist ja auch sehr intelligent zu sagen, ja, bedarfsgerecht macht Sinn. Warum soll ich an einem trainingsfreien Tag die gleiche Menge essen wie am Trainingstag? Ist nicht bedarfsgerecht. Ja, ich kann ja am Trainingstag etwas mehr essen, dass ich ordentlich Power am Training habe. Und in trainingsfreien Tagen, wo ich nichts tue, kann ich etwas weniger essen, weil der Körper auch weniger verbraucht. Das ist gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und wenn man dann sowas macht,
Da kann man immer noch intuitiv, wenn man sich ein bisschen auskennt, einen sogenannten Refeed-Tag einbauen. Das heißt, einmal einen Tag, alle 8 bis 10 Tage, in dem man von dem gesunden Naturreis zum Beispiel, vom bisschen mehr Fleisch isst zum Beispiel, indem man zum Beispiel etwas mehr Kartoffeln isst, etwas mehr Ebli, etwas mehr Dinkelkörner, etwas mehr Wildreis, vielleicht sogar wirklich doppelte Menge mal. Das kann man machen, das ist ein gesunder Refeed-Tag. Auch mal etwas mehr Fett zuführt, pflanzliches gutes Fett, gutes Olivenöl, etwas mehr Leinöl zuführt. Morgens ein größeres, wenn man mag, Müsli isst oder morgens mal ein größeres Omelett isst. Ja, ein gesunder Refeed-Tag, den finde ich ganz spannend, den finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und wenn dann Cheat Day, keinen schwachsinnigen Cheat Day, also dieses völlig übertreiben mit 5.000, 6.000 Kalorien, das ist Unsinn, sondern eben, wenn dann überhaupt, einen vernünftigen Cheat Day. Kann man einen Cheat Day vernünftig gestalten? Ich glaube, die wenigsten können das, weil das seht ihr mal. Die meisten, ihr kennt das. Okay, ihr fangt damit an, dann schiebt euch ein paar Süßigkeiten rein, dann noch mehr. Ich will noch mehr haben, noch mehr haben. Ah, was steckt denn da dahinter? Sind das vielleicht Drogen, das Zeug da? Blutzuckerspiegel. Wieder reinschopfen. Bin zu mir. Ist nicht besonders gesund, ne? Die Bauchspeicheldrüse mag das nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wenn man es gesund macht, in vernünftiger Form macht, ist es unproblematisch. Aber ihr solltet schon wissen, dass der Körper, wenn man es richtig macht, keinen Cheat Day benötigt. Der Cheat Day benötigt nur hier oben die Birne. Ja. Und nur dann, wenn es nicht richtig gemacht wird. Ansonsten tut es auch ein Refeed Day mit gesunden Sachen. So Freunde, das war's jetzt zum Thema Cheat Day und ich wünsche euch bei eurem Cheat Day oder Refeed Day, wenn ihr unbedingt braucht, natürlich viel Spaß und auch die Hoffnung, den Glauben, dass ihr am nächsten Tag dann euch wieder gesund ernähren könnt. Das war's zum Thema Cheat Day, Freunde. Bis bald.